So, weiter geht's mit der nächsten Partie. Borussia Dortmund gegen den Hamburger Sportverein. Drittletzte Partie der Vorrunde. Schiedsrichter Daniel Oepping vom SV Schnapphorst. Zweiter Auftritt für ihn. Er pfiff vorhin schon Bayern gegen die Hertha. Die Hamburger ja bärenstark ins Turnier gestartet. 2:1 die Bayern besiegt. 5-4 Spektakel gegen Leipzig. Und dann setzt es zum Ende des Tages an 1:2 gegen Schalke 04. Der BVB mit 4 Punkten bisher. 1:2 gegen Leipzig verloren. 4:3 gegen Frankfurt und gegen Arminia Bielefeld gab es ein 1:1 Unentschieden. Und jetzt die Möglichkeit, aber kein Treffer, Robert Auhahn. Für den BVB. So, Ballgewinn jetzt für den Hamburger Sportverein, aber nicht schnell genug übergelegt. Afani Burayma war dazwischen. Ball jetzt in der Ecke bei Elijah Kran. Mann mit der Nummer 18 beim HSV, jetzt wieder am Ball. Kran auch amtierender U16-Nationalspieler und nominiert für das UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal. Anfang Februar geht's los. Er war gestern einer der stärksten Keeper im Turnier, Max Diekerhoff. Im Tor der Dortmunder, hier wieder am Ball. Diekerhoff. Ja. Kann man so entscheiden, ein bisschen zu viel Körperspiel sehen wir jetzt noch mal. Ja, unten trifft dann vielleicht. Gab keine Proteste, also zeigen wir uns mit der Entscheidung. Ebenfalls einverstanden. Diekerhoff wieder. Natürlich immer ein Risiko. Tor ist jetzt leer. Gut zugestellt, das war wichtig. Erinnert ja so ein bisschen an die Handball-Weltmeisterschaft. Nächster Freistoß nach Foulspiel an.
Lea Donik. Tahiri. Auhan auf Diekerhoff. Diekerhoff verliert hier den Ball, aber stellt dann den Winkel zum Tor gut zu. Aber Diekerhoff hat sich da verletzt. Liegt jetzt am Boden. BVB hat keinen Ersatzkeeper am Kader. Scheint da richtig Schmerzen zu haben. Für Dortmunder Bank wird schon beraten, was jetzt gemacht wird. Wäre natürlich ganz, ganz bitter, wenn in Dortmund dann hier der Keeper ausfällt. Die Funktionalität geprüft. So, hier sehen wir nochmal die Szene. Oh, hat sich da, glaube ich, verdreht. Das sieht nicht gut aus. Also spontan würde ich mich wundern, wenn das weitergeht, weil das sah überhaupt nicht gut aus. Jetzt auch Applaus von der Halle. Ich habe noch kein Zeichen vom Physio, wie es ausschaut. Da sehen wir auch die fragenden Blicke. Da kaum über die Bande. So, jetzt zieht sich der Dortmunder Betreuer das schwarze Jäckchen aus, um dann dem Feldspieler einmal da passt ja kaum rein in die schwarze Jacke, um ihn dann erkenntlich zu machen. Das ist auch improvisiert. Also so bitter die Verletzung ist. Gute Besserung an dieser Stelle an Max Diekerhoff. Ja, da lacht er. Passt da kaum in seine Jacke. Der neue Dortmunder Aushilfstorwart versucht sie das jetzt irgendwie in die Hose zu stecken, geht auch nicht. So, wir sind gespannt, wie er sich macht. Und jetzt ist das Regelwerk des Torwartspiels. Oh Mann, ewige Schwächung für die Dortmunder. Wie gesagt, ohne gegnerische Einwirkung passiert beim Umdrehen Richtung eigenes Tor. Einfach weggeknickt. So, wie verkraftet der BVB diesen Schock? Schussversuch hier. Hafani, Buamai. Buamai attackiert jetzt wieder. Eine schöne Mitnahme, gut verarbeitet. Simpel. Klasse reingelegt. Wunderbares Tor. Hafani Buraima. Nach Vorlage von Tim Luca Simpel. Im Fallen macht er den. Zu 0 Führung für die Dortmunder. Hier wieder am Ball und er war richtig auffällig gestern mit der Vorlage für den Torschützen Colin Noah, kleine Bekel. Das Lied war noch gar nicht ausgespielt. Da trifft er wunderbar platziert. Und ich meinte Tyron Ken James Marta mit der Nummer 10, der diesen Treffer
vorgelegt hat. Auch Marta gestern. Das kleine Kraftpaket, da sehen wir ihn. Sehr auffällig. Also BVB steckt den Torwart schon gut weg und das war eiskalt gemacht. Klasse gemacht. BVB würde sein Konto auf 7 Punkte hochschrauben und damit an den Hamburgern vorbeiziehen, die ja mit 6 Punkten. Nächster Ball gewinnt BVB und drei Leute schwärmen aus. Wieder Marta, Fuß dazwischen, deswegen kam der Ball nicht ganz sauber an. Fehlpass, Benedikt Buku. Schussversuch. Alles im Griff. Aber Marta, Spiel über die Bande. Wunderbar gemacht, Marta. 3-0, Dortmund. Also das ist ein richtiger Hallenkicker. Das hat man gestern schon gesehen. Das zeigt er auch hier gerade wieder. Einfach Spiel über die Bande, Gegenspieler überlaufen. Direkt Abnahme. Mit links vollendet. 3-0 für Borussia Dortmund. Nächster Abschlussversuch. Also, der BVB, Aushilfskeeper, musste noch gar nicht eingreifen. Kapitän Bekel, Ball zurückgelegt. Wieder Marta. Ah, kein Foul. Weiter geht's. Abschlussversuch. Fußabwehr! Und jetzt die Parade. Eckball. Aus der Drehung. Das ist nochmal Marta. Super Ballverarbeitung. Diese Mitnahme gerade. Diese Mitnahme. Ein Traum. Marta. Gut gefrühstückt heute. Vielleicht sehen wir es. Tolles Tor. So, hier, zack, der Ball, der klebt am Fuß. Technisch einwandfrei. Harter Druckpass, überhaupt kein Problem. Im Laufen. Zu jeder Sekunde die Ballkontrolle. Wirklich klasse. BVB hier in guter Frühform. 5-0. Colin Noah, kleine Bekel. Der Kapitän, zweiter Treffer auf Wien in diesem Spiel. Auch er, super mitgenommen, am langen Eck. Vollendet. Letzte Minute läuft. 5-0 Führung für den BVB. Und Marta ist schon wieder auf dem Weg. Der kann sich jetzt richtig nach vorne schießen in der Scorerwertung. Nein. Da hat der Keeper Luca Vogtmann was gegen.
Hier ist Schussversuch durch den Feldspieler-Torwart, so nennen wir es jetzt mal. Ah, der HSV-Fan, der glaubt noch dran. Super Bild. Er steht und klatscht. Es ist noch Zeit. Das zeigt den HSV aus. Die Hoffnung niemals aufgeben. So, das war's. Der BVB gewinnt satt mit 5:0. Glückwunsch nach Dortmund. Kurze Werbung, dann geht's weiter. Bis gleich.